Hallo zusammen zu einem ganz kurzen Update in Sachen Tendo TV. Die wichtigste Nachricht gleich vorweg. Eine neue Folge von Martins Spielraum ist da, nämlich zu The Legend of Zelda The Wind Waker. Findet ihr hier und das erwähne ich deshalb, weil YouTube mal wieder ein Haufen Scheiße ist und seit Freitag, als ich es hochgeladen habe, bis jetzt immer noch da steht, an den Feed von Abonnenten senden. Das heißt, ihr habt das noch nicht gesehen wahrscheinlich. Ganz große Klasse. Herzlichen Glückwunsch, YouTube. Du hast meinen persönlichen Preis als beschissenste Videoplattform aller Zeiten erneut verteidigt. Ansonsten noch ein kurzes Update in Sachen geblockt und generell. Es wird in nächster Zeit ein paar Neuigkeiten geben, da wir Tendo TV jetzt wieder ein bisschen umstrukturieren müssen. Es ist einfach so, dass jetzt dadurch, dass ich halt arbeite und Einzelhandel ist nun mal auch sehr zeitintensiv, da arbeitet man viel. Müssen wir das Ganze ein bisschen umstrukturieren. Es gibt auch noch ein paar andere Neuigkeiten, aber die will ich jetzt hier nicht zwischen Tür und Angel einfach so blöd in die Kamera quatschen, sondern das will ich dann richtig machen und das werdet ihr dann schon bald erfahren. Wir müssen auch noch ein bisschen drüber reden, wie genau wir das machen, aber auf jeden Fall wird sich da ein bisschen was tun und dann werdet ihr hoffentlich danach auch wieder regelmäßiger Videos sehen. Geblockt wird dann ein bisschen anders sein, aber das werdet ihr ja dann sehen und ich werde euch das dann nochmal vorstellen. Bis dann, euer Martin und vergesst nicht, Wind Waker anzuklicken. Bis dann.